Hallo meine lieben Freunde des Unboxings und meine lupenreinen Lupen. Heute ist die Wutbox wieder dran. Die November Wutbox. Und ja, wie sie immer kommt, ne, im klassischen Wutbox Design. Mit dem Innen- und Außenleben, mit dem Außen- und Innenleben. Ich werde sie mal direkt öffnen, ja. Dann schauen wir mal, was sich da drin verbirgt. Ich denke mal, ich werde erstmal das Heftchen hier rausholen. Und zwar dieses Thema, das Thema dieses Monats ist Fight. Ja. Und ja, die Aufmachung des Heftes sieht schon aus wie Retro, ne? Das ist ein Retro. Und was da drin steht, Unboxing-Momente, bla bla bla. Oh, ich sollte nicht. Bewaffnet euch mit eurem Joysticks, Bildschirm und Comics und bereitet euch auf den Kampf vor. Verliert keine Zeit dabei, eure Lager zu wählen, um nicht der dunklen Seite zu verfallen. Und kämpft dabei an Seiten von Maggie, Blaze und Mikasa. Ihr habt sicher verstanden, dass ihr hierfür nur die Konfrontation mit eurer neuen Wutbox starten müsst, die unter dem Thema Kampf steht. Ja, den Rest lese ich mal nicht vor. Ich kann das ja mal kurz hier reinhalten. Ja, so. Dann kann man vielleicht, wenn man das lesen kann, lesen. Gut. Das lasse ich erstmal an der Seite. Wegen. Ne? Kann man schon, ne? So. Ich glaube, ich habe da erstmal einen Pin. Ja, genau. Den Wutbox Fight Pin. Mit einem. Ja. Gesicht. Von. Ja. Jetzt gerade nicht einfällt. Ist einfach ein schönes, ja, Retro-Gesicht, würde ich sagen. Ein ganz einfacher Pin. Das ist wieder unser Wutbox-Innen-Exklusivtitel, wie das auch immer so ist mit den Pins. Was ist das? Was ist das hier? Ah! Hä? Okay. Tatsache, das ist eine CD. Streets of Rage. Perfect Soundtrack. Wer das Spiel Streets of Rage kennt, das ist jetzt der Soundtrack dazu. Ja, da sind insgesamt 19 Titel, Bonustracks, 4. Ja, Street of Rage, Player Select, Fighting in the Street, Attack the Barbarian, Round Clear, Dilapidated Town, Moon Beach, Keep the Grooving, Beatnik on the Ship, Stealthy Steps, While Breathing, The Last Soul, Big Boss, You Became the Bad Guy, My Little Baby, Up and Up, The Super Thrack, Name Entry, Game Over. Die Bonustracks wären S.O.R. Super Mix, Rave Dance in the City, Skyscraper Night und Quiet Insanity. Ja, das sind dann, ja, so sieht das von hinten aus und dann sind dann, ja, blendet wahrscheinlich ein bisschen. Das sind dann halt die Titel, ne? Das ist jetzt ein bisschen, ja. Also, warte, ich glaube, ich mache das mal auf. Mal gucken, was dann von innen aussieht. Interessiert mich ja jetzt doch mal, ne? Was? Ah, okay. Ja, von innen ein schönes Artwork. Ja. Lässt sich sehen. Also da schön in dem Retro-Stil gemalt. Schon sehr geil. Ach, gucke. Major Works. Yuzo Kushiro, Composer.
stehen noch die Jahren, wann er was gemacht hat. Und 1991 war Streets of Rage. Ach hier, 1991 Sonic the Hedgehog. Ja, Shenmue. Hat er auch gemacht. Das ist dann halt so ein Faltteil. Ne? Da kann man mal reinhören. Also, das ist schon ganz cool. Ein Soundtrack ist mal was ganz anderes. Da will ich jetzt nicht. Jetzt ist hier noch. Ich muss das Große hier nehmen. Das Große. Oh, das ist aber schwer. Oh, was ist das? Oh, okay. Ach, eine Tasse von Attack on Titan. Auch so ein Anime. Manga-Anime. Eine Tasse. Das hat. Das ist halt auch ein Exklusivtitel direkt hier. Rootbox exklusiv direkt draufstehen. Schauen wir uns die Tasse doch mal direkt an. Ja, ist schon ziemlich geil geworden. Schauen wir wieder was Neues für meine Tastensammlung. Also, ich fange mal so an. Ja. Und man sieht hier wunderbar ein schönes Artwork, finde ich. Ist eigentlich wirklich sehr gut gelungen. Ja, finde ich schon. Also das ist Funmation. Okay. Das ist echt nicht schlecht. Handwash only with warm water. Aha, das heißt also, Spülmaschine ist es nicht fest. Das ist gut zu wissen. Manchmal steht es nicht da drauf und kriegt dann plötzlich nach einem Spülmaschinenwaschgang. Da ist die Farbe weg. Das ist dann doof. Naja, bei ganz besonderen Tassen sollte man das vielleicht nicht machen. Aber das ist auch eine schöne Tasse. Also, das muss schon sein. Dann wieder ein Exklusiv. Ich bin mal gespannt. In der letzten Wutbox war auch alles exklusiv. Fand ich dann auch ziemlich nice. Ich glaube, ich habe hier einen Titel. Oh, nee, doch nicht. Das ist eine Mütze. Irgendwie ist Mützenteil in sämtlichen Boxen, die man so öffnet und sieht, sind Mützen drin. Beanies und was nicht alles. Und diese Mütze ist jetzt von Deadpool. Ja. Da ist noch so ein Pappdeckel. Was ist das? Okay. Das ist die Vorderseite. Deadpool. Ja. Und das hier ist die Rückseite. Oder auf Vorderseite. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich weiß. Erstmal die eine Seite. Oh, die ist aber eng. Ich glaube, das ist eher eine Kindermütze. Also, das ist. Wieso habe ich eigentlich immer das Glück, bei jedem Video Feuerwehr oder sonstiges im Hintergrund zu haben? Ja, es ist schön hier. Egal. Ich hoffe, man hat es jetzt nicht so stark gehört. Vielleicht auch gar nicht mit dem neuen Mikro. Aber gut. Die ist sehr eng, muss ich sagen. Jetzt machen wir mal die andere Seite. Geil. Jetzt kann ich mir die Augen natürlich auch übers Gesicht ziehen. Und dann bin ich Deadpool. Oder auch nicht. Naja, gut. Also. ist eine schöne Dreingabe. Damit draußen rumlaufen würde ich, glaube ich, nicht. Da
waren gewisse andere Mützen bzw. Beanies etwas unauffälliger, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt sehr auffällig. Kann man mal scherzeshalber tragen, aber die ist auch echt eng. Also ich weiß jetzt gerade, es ist auf jeden Fall auch ein offiziell lizenziertes Produkt, Marvel. 100% Acryl, ja, aus China. Das Blöde ist, da ist, ja, wenn du es zu heiß gewaschen hast, kannst du da irgendeine Puppe anziehen. Ja, auf jeden Fall, es ist eine witzige Dreingabe. Anziehen würde ich sie, glaube ich, nicht. So, ja, jetzt kommt das T-Shirt. Und wieder ein offiziell lizenziertes Produkt von Walking Dead. Ne? Und da wollen wir doch mal direkt reinschauen. Wo sind jetzt? Da. Schauen wir mal rein. Wenn er mich dann mal reinschauen lässt. So. Walking Dead bin ich ein großer Fan von. Ich persönlich muss sagen, für diejenigen, die die Staffeln bis jetzt alle gesehen haben oder und zumindest auch die 7. Staffel, bei der 8. weiß ich ja nicht, ob die jeder sehen kann. Die 7. Staffel, nee, ich bin mal gespannt mit der 8., ob es besser wird. Im Moment muss ich sagen, geht's, aber schauen wir mal, es sind ja erst 2 Folgen raus. Ah, die 2. habe ich noch nicht gesehen, also ich habe bis jetzt nur die 1. gesehen, die 2. muss ich noch nachholen. So, das ist jetzt auf jeden Fall, ich guck mal eben selber. Aha. Doch, das sieht gut aus. Das sieht man so, das so ein Walking Dead Logo, sag ich mal, mit Rick Grimes. Ja. Also, das hier ist Rick, hier, da, und sein Name Grimes ist auch direkt Hard Justice. Ja, das stimmt. Also, er ist ja ehemaliger Polizist und hier hast du auch noch den Sheriff. Oh, das war jetzt, das ist hier der Sheriff-Stern hier unten, ist hier unten zu sehen. Und ja, und er ist halt, sag ich mal, so der Leitwolf der Gruppe und Premium Walker Protection. Ja, das ist so. Also ist auf jeden Fall gut gelungen. Ich persönlich mag ja Daryl Dixon. Das ist einfach, das ist der geilste Typ in der Serie überhaupt. Wir haben ja Panzer und eine Armee, na und wir haben Daryl Dixon. Ja, der Typ ist einfach geil. Ja, so, ich glaube, das war doch schon in der Box. Nein, da unten. Ach nee, doch, das war's. Ah ja. Die hat natürlich wieder ein schönes Design. Design. Das lassen wir sein. Jetzt kriege ich den Blödsinn nicht umgeklappt. Wenn man was will, was nicht geht, dann geht es nicht. Das ist Ding. Wieso ist denn heute so fest drin? Boah, mein lieber Scholli. Oh, der ist aber heute mal richtig festgeklemmt. So, bastel. Wir wollen ja natürlich keine Zeit schinden. Das soll ja nicht so aussehen, als würden wir hier einen auf Dings machen, ne? Ja, Video in die Länge ziehen oder so. Nein, überhaupt nicht. Das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Das tun wir nicht. Das machen wir nicht. Zack, zack. So. Schon sind wir fertig. Und wir haben eine schöne. Man kennt sie aus Spielhallen, ein Spielhallenautomat. Ja, das ist die Rückseite, das Lüftungssystem. Hier Vorderseite, so, ne? Die Seiten, ja. Woodbox, ja.
Beat'em Up, mit dem Beat'em Up drauf. Und ja, das ist auch sehr. Ist auch ein sehr schönes Design geworden. Also, ja, gut, lässt sich streiten, ne? Also, ob einem sowas gefällt oder nicht. Klar, gab ein paar Designs, die vielleicht ein bisschen besser aussahen, so, aber das gefällt mir. Ich finde es einfach genial, dass Wootbox sich da immer was einfällt zum entsprechenden Thema. Oh, jetzt habe ich schon gesagt. Zum entsprechenden Thema ein Design zu entwickeln, damit man im Prinzip die Boxen auch aufstellen kann oder sonstiges. Also die kann man auf jeden Fall weiterverwerten für irgendwas. Man kann dann seinen nicht gebrauchten Loot da drin unterbringen und in den Schrank stellen. Man hat dann zumindest Platz sparen, kleine Teile oder sowas verpackt und hat die dann noch schön in so einem schönen Design. Ja. Und ja, und ich krieg die Krise, weil man, ja, hier hört man ständig diesen Kack, ja. Es ist eine helle Freude und natürlich immer dann, wenn man ein Video aufnimmt. Ich bedanke mich. Ja, toll. Egal. Auf jeden Fall mal kurz in die... Ey, was ist denn hier los, ey? Ist jemand ermordet worden? Ich glaube, das ist die Polizei, nachdem der, ja, ich glaube, das war etwas Heftigeres. Jetzt ist das schon voll, wow. Ja. Beste Zeit. Ich weiß nicht, ich treffe wirklich immer, es ist grauenhaft. Hier haben wir ja, die Wootbox Community abgebildet. Stimmt, ich wollte mit Death Note, das war die Death Note Wootbox. Ich sollte vielleicht auch mal solche Fotos rausbringen. Vielleicht habe ich ja auch mal Glück und bin auch mal mit dem Heft. Hatte ich eigentlich beim letzten Mal schon gesagt. Aber das sagt der Geek. Wolfenstein 2, The New Colossus. Ist ja jetzt gerade frisch raus. Ne? Warum jetzt? Wahrscheinlich. Ja, dann, ach, die Mega Wutbox. Die wird verlost unter den Wootern. Ne? Und da sind so Sachen hier. Zoom von Dragon Ball Z, dann hier Deadpool Marvel ist aus seinem letzten Convention zu. Ach so, die Figur, ja, 350 Euro. Also die Figuren 400 Euro, 350 Euro. Es ist Capcom Kinetic. 450 Euro Walking Dead, die komplette Staffel von 1 bis 7 für 100 Euro. Ist eigentlich, wenn man es mal hochrechnet, doch sogar günstig, weil teilweise sind die Staffeln 20 bis 25 Euro. Und die Nintendo Switch mit 1, 2, 3, 4, 5 Spielen, noch einen zusätzlichen Controller für 680 Euro. Ich entschuldige mich hiermit für diese Lärmbelästigung und ich weiß nicht, ob hier die Feuerwehr aus der ganzen Stadt, also das muss diesmal was richtig krasses sein. Aber natürlich genau jetzt, um die Zeit, wo ich mein Video aufnehme. Vielen Dank. Gut, die Nintendo mit 5 Spielen, ARMS, Fire Emblem, Street Fighter 2 Ultra. Warte, hier steht es auch nochmal. Super Mario Odyssey und Splatoon 2 mit Pro Controller. Dann Street Fighter HD und Bad Pocken
Tournament DX. Ja, das ist so im Moment in der Mega-Wut-Box. So. Ja, und wieder einmal, ich glaube, ja, die Tasse hat einen Wert von 10 Euro. Das T-Shirt, natürlich 20, T-Shirts liegen eigentlich immer bei 20. Und hier sieht man es schon, Wutbox exklusiv, exklusiv, exklusiv. Ja, jetzt ob, gucken wir mal. Oh, die CD ist tatsächlich wohl auch ein Wutbox-Exklusivtitel. Exklusiv und offiziell. Ob das jetzt... ja gut, Mütze, Deadpool. Ich weiß nicht, ob man den Soundtrack nicht tatsächlich dann woanders kriegt, wenn das offiziell ist. Aber das ist Wahnsinn, was jetzt gerade hier abgeht. Mütze, Deadpool auch offiziell. Ja, das habe ich ja gesagt. So, und Wutbox Exclusive, natürlich wieder der Pin. Und ey, es ist doch zum Mäusemelken hier. Das ist doch nicht mehr normal. Ich kann mich nur vielfach an dieser Stelle entschuldigen. Ich kann schlecht das Video schon wieder neu aufnehmen, weil der Überraschungseffekt dann weg ist. Ist jetzt dumm gelaufen, ja, aber mache ich jetzt gerade nichts dran. Pin Saitama. So heißt er. Du willst ein Superheld werden. Nach einem berühmten japanischen Manga wird dir das Tragen dazu verhelfen, die mächtigste Person der Welt zu werden. Das einzige Problem ist, dass man dir eventuell den Spitznamen Glatzkopf mit Umhang verpasst. Hat jemand mal einen Umhang für mich? Ja, auf jeden Fall ist ja auch Vorschau auf die nächste Box. Jetzt, ja, ich habe ja schon so was gesehen und ich denke mal, es läuft da mit diesem Bild auf Star Wars hinaus. Das soll wohl eine reine Star Wars Box werden. Also, so hab ich das gelesen, dass die Dezember Wutbox eine Star Wars Box wird. Ich habe erst gedacht, das wird wieder so eine eigenständige Box, weil auch eine Harry Potter Box rauskommt und die übrigens auch noch kommt, die ich natürlich auch bestellt habe und hier, ne, euch zeigen werde, öffnen werde. Und ja, ich muss da sagen, da bin ich mal echt drauf gespannt. Also die Harry Potter Box und auch Star Wars Box. Also die haben jetzt wohl dann einfach ein spezielles Thema genommen. Da wird dann alles von Star Wars und drumherum drin sein. Nicht jetzt so bunt gemischt. Ja, auf jeden Fall scheinen auch hier wieder sehr viele Exklusivtitel drin gewesen. Ja, waren es ja auch. Die Tasse, das Shirt, der Pin und die CD. Wobei, ja, ja doch, ja, das sind auch offizielle, aber ich, also es ist ein Wutbox-Exklusiv. Ich würde mal sagen, in dieser Box, in keine Ahnung, exklusiv drin. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man die Sachen tatsächlich irgendwie anders noch bekommen könnte. Aber im Moment ist das hier exklusiv in diesem Paket drin, ja. So, gut, die Deadpool-Mütze. Ist lustig, sieht es auch gut aus, ist ein gutes Material, aber ich würde es nicht draußen anziehen. So, auf jeden Fall in meine Sammlung kommt hier diese Tasse, die ist auch sehr schön geworden, muss ich sagen, also eine sehr schöne Tasse. Und wenn die so weitermachen, ist alles im Einsatz, was hier in der Umgebung überhaupt im Einsatz sein kann. Weil ich glaube, hier darf jetzt kein Feuer ausbrechen, dann kommt keiner mehr, weil der Rest, ja, egal. Das T-Shirt finde ich sehr geil. Das ist auch so die zwei Artikel. Und CD finde ich auch auf jeden Fall schon mal so vom Style her retro, ne, und so weiter, finde ich schon mal genial. Ich weiß jetzt, ich kenne die...
das Spiel an sich nicht und den Soundtrack leider auch nicht. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören, weil ich das nie gespielt habe. Deswegen, ja gut, Sega. Hatte ich auch. Ja, der Pin, die hatten schon schönere. Aber können ja nicht mal alle geil sein, ne? So, das die zwei Artikel, und das sind so Best-ofs, sag ich mal. Ja, die Mütze ist auch cool geworden, aber zum Tragen draußen für mich nicht. Aber von der Größe her wird es auch eher einem Kind zusagen, als meinem Wasserkopf hier. Ja, gut, das war's dann heute oder diesen Monat von der Wootbox Fight November 2017. Ich hoffe, euch hat der Inhalt, das Unboxing, alles gefallen und hoffe, dass wir uns dann bei der Box, bei der Harry Potter Box dann wiedersehen und vielleicht auch bei der einen oder anderen Box. Ja? Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, weil jetzt Freitag ist, schon abends, also wird ja was früher dunkel, deswegen ein bisschen künstlich. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Ne? Ciao!